ich lasse mir heute meine Nippel piercen. Und wenn das nicht schlimm genug wäre, habe ich mich nicht dafür entschieden, nur eine zu piercen, wie ich das eigentlich machen wollte, sondern ich werde heute ins Studio gehen und beide Nippel piercen. Weil ich einfach Bock auf zweimal Schmerzen habe. Malenchi! Malenchi ist mein moraler Support, würde ich sagen. Oh, ich schweine gleich! Malenchi! Meine Nippel werden heute gepierst, beide, ne? So wie ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Was? Ich habe gestern einmal dran gedacht, dass du das heute machen wirst und ich habe Gänsehaut im Ganzen. Ah! Das ist wie bei so einer Geburt. Du darfst nicht hingucken, du musst nur mir in die Augen gucken. Boah, so viel. Ich habe letztens ein TikTok von einem Mädchen gesehen, die meinte, dass 100% der Zeit, seitdem sie sich ihre Nippel gepierst hat, die Piercings immer entzündet sind. Dann bin ich in die Kommentare gegangen und alle Kommentare haben genau das gleiche gesagt. Oh mein Gott, so true. Oh mein Gott, meine Nippel-Piercings sind immer entzündet. Und ich frage mich gerade in dem Moment, in dem ich euch das erzähle, wieso bin ich so dumm und mach das? Nippel. Warte, was machen wir jetzt? Wir machen eine Brot-Kontraliste. Also, pro Kendall Jenner. Okay, Sophie. Was ist noch ein Pro? Sex. Ich glaube schon, dass ich das ja dahin gemacht. Das tut ja voll weh am Anfang. Oh, ja, aber ich würde halt jemanden mit Nippelpiercing deutlich eher vögeln, als jemand ohne Nippelpiercing. Lange keinen Sex. Du bist mir auch ehrlich sein. Wie kommst du damit klar, lange keinen Sex zu haben? Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sex hatte, also. Same. Schmerzen. Was, das müssen wir mit einberechnen. Aua. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie sie das überleben will. Wurdest du schon mal in den Nippel gebissen? Nee. Wegzug, Argument 1. Ich sehe dort aus wie Kendall Jenner. Kendall Jenner! Wir sind hier gerade am Tattoo-Studio angekommen und Michelle struggelt einfach hardcore im Einparken. Können wir mal bitte darüber reden, dass ich sofort meine Nippel gepierst bekomme? Ja, stimmt. Maus. Langsam checke ich halt, dass ich gleich meine Nippel durchbohrt bekomme. Weiß ich mal. Sind deine Boobs ready? Ja, die sind sowas von ready. Ich heule. Ah, deine Nippel sind schon hart. Ich hab so was Schiss einfach. Ich kann hier. Soll ich sie dann halten und streicheln? Zu beruhigen? Oh mein Gott. Da gibt es so einen Nippelcare. Was? Muss man die vielleicht mehrmals täglich mit Creme einschmieren oder so? Brauchst du da irgendjemanden? Ich habe jetzt gerade richtig Angst. Oh mein Gott. Es haben halt schon richtig viele Leute gesagt, dass das richtig schmerzhaft ist bei mir. Ja, weil sie halt Helden sind, weil sie so, oh, es war so schmerzhaft, ich habe das überlebt. Also, das ist so wie beim Tattoo, das ist so. Das war urschmerzhaft, ja. Ich wäre fast gestorben. Was ist das schmerzhafteste Piercing, was man machen kann? Beim Nippel ist es so, es dauert ca. 4 bis 6 Monate, bis es komplett verheilt ist. Boah, Sophie. Was darf man da nicht machen? Ja, nicht schwimmen gehen das erste Monat bitte, nicht baden gehen. Kann sie heute noch Alkohol trinken? Ja, sicher. Nicht herumspielen. Kein Sex? Kein Sex. Nicht herumspielen, hat sie gesagt. Wieso kein Sex? Nicht herumspielen. Nicht auf mich. Herumschrauben und hin und her schieben, Finger weg. Ja, weiß ich nicht genau. Wie war es anders? Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Schmerzen. Was? Das ist Sophie. Aber innerlich, weißt du, wie ich meine? Ach so. Sorry. Ich kann nicht hinschauen. I swear, ich kann nicht hinschauen. Ich tue doch nur reinigen, Leute. Ich sag's jetzt echt, ich pinkel mir gleich in die Hose, weil ich so viel Angst habe. Meine Boobs wurden gerade eingezeichnet und ich habe jetzt schon Angst. Also das Einzeichnen meiner Boobs war schon schmerzhaft. Desinfiziere jetzt nochmal die Punkte. Und ich mach nichts, du sagst, wenn du bereit bist, okay? Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so viel Angst. In meinem kompletten Leben. Sollen wir Musik abspielen, die dich beruhigt? Alles gut. Mike kann wieder Synchro singen. Nee. I just wanna be okay. I just wanna be okay. Sophie, geht's dir gut? Das ist, jetzt gar nichts, das ist nur die Zange. Das ist alles gut. Das ist nur die Zange. Oh mein Gott. Soll ich dir sagen, was ich mache? Oder soll ich es einfach? Ja, mach einfach. Okay. Leon, wie so ein richtig penetranter Paparazzi. Oh mein Gott. Oh. Wie weit sie den Nippel auch hochgezogen hat. Oh, ich kann nicht hinschauen. Okay. Zum Glück habe ich nie geschaut. Oh. Ich habe das Gefühl, wäre ich jetzt. Was, mehr so ein Schrank im Moment, oder? Kann doch jemand jetzt ein Foto machen? Von mir?
Soll man noch warten? Nee, mach. Tut's weh zu viel? Aha. Okay. Alles okay? Ja. Ist das gut? Und wie war's? Meine Haut ist voll weich. Warum ist meine Haut so weich? Oh, fuck. Sophie, wie geht's dir? Oh mein Gott. Sophie, dein Typ hat geschrieben. Was hat er geschrieben? Jetzt an der Stelle. Falsches Timing. Piercings sind noch gar nicht drin. Nein. Jetzt kommt erst der schlimme Teil. Was passiert da gerade noch? Wie du den Spruch kriegst, ist schon vorbei. Oh, wow, das war schmerzhaft. Oh ja, mein Gott, das tat weh. Ja. Aber ich, ehrlich gesagt müssen wir uns mehr Sorgen um Michelles Hand machen. Nein! Das überlebt das nicht. Michelle geht, drückt sie fest. So, so weh. Ist fertig? Es ist fertig. Boah, sehe ich geil aus. Jetzt kann ich halt wirklich guten Gewissens sagen, meine Boobs sehen großartig aus. Es sind Zwillinge. Boah, wie gut die einfach sind. Bereue keine Sekunde. Ja. Ich finde, meine Boobs sehen großartig aus. Findest du, das hat sich gelohnt? Ja. Aber es sah so schlimm aus. Ich konnte nicht hinschauen. Ich habe hingeschaut. Aber es sah so schlimm aus. Echt? Ja. Es war gar nicht so schmerzhaft, wie ich gedacht habe. Halt wirklich nicht. Da hast du aber ganz schön geschrieben am besten, ne? Ja, aber weil ich halt richtig Angst hatte. Als sie die Punkte draufgemalt hat, hatte ich genauso viele Schmerzen, wie als es dann durchgegangen ist. You know, weil das alles im Kopf war. Mhm. Das ist alles nur dein Kopf. Mike, was sind deine Gedanken? Zu was? Zu den Nippelpiercings. Ah, du hast dir die Nippelpiercing. Ich hab gar nicht hingeschaut. Also nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir nur, ich will auch. Also hätte ich 100 Euro, ich würde sie jetzt instant machen. Oh mein Gott. Ich zahl's dir. Ich kann mein erstes Nippelpiercing-Foto auf OnlyFans posten und dann gucken, wie viel ich damit verdiene. Ich schätze mit einem Foto über 10.000 Euro. Also ich sag 9.000 Euro. 9.000 Euro. Okay, was sagst du, wie viel Geld mit einem Foto? 13.000. Ich würde sagen 20.000. Ihr könnt es ja so machen. Geil. Oh mein Gott, aber warum machst du Selfies mit ihr im Hintergrund, wie sie leidet? What the fuck?